Check-up, das Gesundheitsmagazin, wird Ihnen präsentiert von Hirslanden und Reha-Klinik. Grüezi miteinander bei Check-up, das Gesundheitsmagazin. Gerade bei Bagatellen wie einfachem Kopfweh oder einer Magenverstimmung melden sich immer mehr Patienten beim Online-Mediziner. Per Videotelefonie kann man dann am Arzt seine Beschwerden schildern. Der Online-Doktor kann auch gerade Rezept an die Apotheke schicken. Was denken Notfallmediziner über das Angebot und wieso ist es für Krankenkassen so interessant? Da der Beitrag von Cornelia Sutter. Medgate, Dr. Rimner. Guten Tag, Frau Kirchhofer. Der Dr. Rimner ist einer von rund 30 Ärzten, der momentan gerade für Medgate im Einsatz steht. Wie in einer normalen Praxis behandelt er Patient für Patient und lässt sich ihre Beschwerden an. Nur eben am Telefon. Ich fühle mich noch sehr schwach, weil ich eben die ganze Nacht gebrochen habe. Habe jetzt Kopfweh, vielleicht kommt das ein bisschen, weil ich so dehydriert bin. Und habe immer noch leichte Bauchschmerzen. Okay, wie hoch war das Fieber? So 38,7. Es ist eine Kunst, am Telefon zu untersuchen und Verdachtsdiagnosen zu stellen. Aber letztendlich geht es darum, die richtigen Fragen zur richtigen Symptomatik zu stellen und so weit wie es geht auch dann dennoch Diagnostik mit einzubeziehen. Das kann eine Temperaturmessung sein, das kann eine Blutdruckmessung sein, das kann aber auch mal ein Foto sein von einem Hautausschlag. Seit dem letzten Frühling bietet Medgate das Angebot auch per Videotelefonie an. Das ist nicht nur angenehm für den Patienten, um zu sehen, wer das einen behandelt. Es ist vor allem auch für den Arzt eine zusätzliche Bildinformation, die ihm den Zustand des Patienten beschreibt. Ich würde gerne zum Bauchweh noch mal kommen. Wo tut es denn weh? Könnten Sie das mit der Kamera kurz zeigen, dass Sie mal draufdrücken und mir zeigen, wo es genau weh macht? Hier so im Oberbauch war es eigentlich am schlimmsten. Ich würde sagen, so die Magengegend. Haben Sie im rechten Unterbauch irgendwelche Schmerzen verspürt? Im rechten? Ja. Oder wenn Sie da jetzt reindrücken, tut da irgendwas weh? Nein, das tut nicht weh. Okay. Trotz dem neuen Angebot wird die Videotelefonie der Patienten selber nur selten gewünscht. Je nach Problem des Patienten ist es nämlich angenehmer, anonym beraten zu werden. Und auch das Rezept geht nachher direkt auf die eingerichtete Handy-App. Der Patient bekommt so das Medikament ohne physischen Arztbesuch in der Apotheke. Das schicke ich Ihnen gerne auf die App mit einer Anleitung. Das können Sie sich selber zusammenrühren mit ein bisschen Salz und ein bisschen Zucker. Und das auch ein bisschen mit Orangensaft auch ein bisschen mischen, damit es nicht ganz so furchtbar schmeckt. Ein gutes Rezept ist der Online-Doktor auch für die Krankenkasse. Verschiedene Versicherungen, unter anderem auch die Aquilana, bieten bereits ein Medgate-Modell an. So werden die Kunden 24 Stunden und sogar während der Ferien im Ausland versorgt. Und im Gleichen können Kosten massiv reduziert werden. Also es ist sicher so, dass man durch das kann Arztvisiten verhüten oder verhindern, oder? Dass sie nicht irgendwo auf einen Notfall gehen oder zum Hausarzt. Also von dort aus hat man natürlich sicher einen einfacheren Weg. Und wenn sie es dann nachher braucht, ist ja der Weg immer noch offen. Oder? Es ist ja nicht so, dass es verboten ist, dann zum Doktor zu gehen oder zu seinem Hausarzt. Aber es gibt einmal eine erste Sicherheit zum Wissen und vielleicht auch zum Bagatellfall können ausscheiden. Und dort spart man natürlich sicher mit dem auch Kosten ein, das ist ja so. Ganz ähnlich sieht das auch der Chefarzt und Bereichsleiter vom Notfall im Kantonsspital Aarau. Rund 30'000 Hausarztpatienten hat er und sein Team allein letztes Jahr behandelt. Also Patienten, die eigentlich keinen akuten Notfall hatten. Und wir werden in den nächsten Jahren, wenn das so weiter steigt, nicht mehr das allein können stemmen. Darum sind wir froh, wenn die Telemedizin sich weiterentwickelt und die Leute eben zuerst an so eine Telefon-Hotline anrufen und sich informieren, ob sie überhaupt ins Spital kommen. Dann würde ich sagen, ja, vielleicht telefonieren wir morgen früh noch mal kurz, einfach um den Verlauf zu besprechen. Und dann hören wir uns morgen und sehen uns morgen früh. Ja, tschüss. Rund 30 Patienten betreut ein Medgate-Arzt pro Tag. Sie nehmen sich Zeit für ihre Patienten, müssen mehr Fragen stellen als ein Hausarzt, der den Patienten noch physisch untersuchen kann. Aber nicht alle Fälle können der Dr. Rimner und sein Team abschliessend behandeln. Vielmals ist er dann doch noch auf seine Kollegen angewiesen.
Es ist schon so, dass immer noch über die Hälfte der Fälle noch von einem Kollegen untersucht wird, physisch untersucht wird, bei dem wir noch nicht die Möglichkeit haben, mit einem Gerät über die Distanz zu arbeiten. Fast 23'000 Leute haben das Depp in der Schweiz bereits runtergeladen und sind bereit für den nächsten digitalen Arztbesuch. Wir wünschen schon jetzt gute Besserung. Das wär's gsi von Checkup, das Gesundheitsmagazin. Möchten Sie mehr Infos zum Thema Online-Doktor? Dann gehen Sie bei uns auf die Homepage. Dort finden Sie die entsprechenden Links dazu. Haben Sie einen schönen Abend und auf Wiedersehen miteinander. Checkup, das Gesundheitsmagazin, ist Ihnen präsentiert worden von Hirslanden und Reha-Klinik.